nicht ganz recht rum. Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, ich brauche ja nicht so viele. Dann kann ich auch zwei bauen, oder? Einfach, dass ja, du kannst auch zwei bauen, das ist nicht so dramatisch. Wie gesagt, du brauchst eh von den... Naja. Achso, ich muss im Keller. Von dem Golden Rod Zeug kann man ein bisschen was gebrauchen. Kaffee herstellen, dann braten, also irgendwie was Zeug zu herstellen. Also ich kann das ja... Ach man, komm, das ist ja unsere Crafting Station hier. Soll ich da noch einen Tisch... Nee, einen Tisch haben wir jetzt eh nicht. Ich baue das einfach nebeneinander und gut ist. Schön, habe ich jetzt mein Holz wieder weggepackt. Und irgendwo ist ja noch ein Wasser, was ein bisschen ruckeln lässt. Ich glaube, hier hinter dieser Wand ist noch Wasser. Ja. So. Ja, aber das ist jetzt erstmal so. So und so. Huch. Ach man, dieser TV, diese Fernsehhälfte da. Mach die bitte nicht kaputt. Ne? Nein, also mach dieser, ich nicht. In dieser Welt einen Flachbildfernseher zu bekommen, ist nicht so einfach. Ist alles okay. Besonders in der Größe. Ja. Was fehlt denn jetzt hier schon wieder? Bottled Water? Achso, das ist Murky Water. Naja. Hm. Man sollte auch das Richtige nehmen. Sieht manchmal ziemlich ähnlich aus. Das schon eine ist ein bisschen... ein bisschen trüber, ein bisschen heller. Hat so ein bisschen Blaustich. Das Richtige, ja. Na. Ja. Ich habe nicht die Tools, um was zu craften. Na, dann musst du einen Kochtopf drin. Steht da ganz oben, was du brauchst. Hä, wo steht denn das? Ganz oben. Ganz oben. Ganz. Cooking Pot required. Oh, wir haben aber noch irgendwo einen. Naja, könnte man so doch herstellen. Ja, wir haben aber irgendwo. Naja, in der Essenskiste müsste einer drin sein, theoretisch. Oder? Mhm. Der muss irgendwo anders sein in der Kramkiste. In der Ramschkiste. In irgendeiner Ramschkiste. Ja, nicht in irgendeiner, der links oben, glaube ich. Da müssten Kuchenpots drin sein. Nein. Ist aber nicht. Hm. Wahrscheinlich ist er unten. Oh, das ist schon dunkel. Ja, es ist wieder Wahnsinn. Hier ist auch keiner. Ich habe gerade welche gesehen irgendwo. Hä? Wo? Hä? Nee. Hast du bestimmt nicht. Doch, bestimmt. Nein, bestimmt nicht. Bestimmt hast du dich verguckt. Das sah aus wie Autoreifen wahrscheinlich. Nee. Hier ist nix. Da ist nix. Da ist noch einer. Wo denn? Ach, da, Mensch. Habe ich nicht gesehen. Ja, die kann man notfalls so herstellen, wie das nicht so dramatisch. Okay, aber jetzt kann ich hier den ganzen Mist herstellen. Sehr schön. Dann kann ich die hier auch rausnehmen und stell die hier mit her. Das ist okay. Dann wird der Tee hier gekocht. Muss auf jeden Fall zusehen, dass wir die Werkzeuge noch auf nächstes Level kriegen, dass sie irgendwie ein bisschen steigen, denn das Problem ist halt immer noch, wir brauchen zwei Schläge zum Abbauen von Stein. Das ist zu lang, meinst du? Okay. Wir müssen zusehen, dass es halt wirklich ein Schlag ist, ein einziger. So, ich nehme mal das Murky Water und koche das mal hier ab. Achso, verdammt. Das war das Falsche. Das brauche ich jetzt hier nicht. Warum ist hier unten eigentlich immer so furchtbar warm? Ich weiß nicht. Ich glaube, das waren alle. Ich bin doch jetzt nicht so tief unter der Erde, dass schon mehr warm werden kann. Aber anscheinend ja schon. Normalerweise ist doch eigentlich hier so in dem Bereich, wenn man runterbuddelt, ein bisschen kühler als oben. Ja. Und noch ein Cooking Pot. Naja, dann muss ich jetzt noch einen herstellen. Es sei denn, ich habe den anderen wirklich übersehen. Na, vielleicht hat man nur noch einen. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Wir hatten auf jeden Fall einen gehabt, den hast du jetzt genommen. Ja, naja, gucken wir mal. Cooking Pot. Ach, ich kann gar nicht... Nee, den muss man an der Forge bauen, ne? Ja. Brauchst du nur ein bisschen Metall für. Da ist er. Ja, ist auch genug drin. Sehr schön. Oh. Und draußen ist wieder so eine Schreiolle. Ja, die wird doch jetzt mal hoffentlich in die Stacheln laufen. Geh mal gucken. Also wird sie hoffentlich tun. Klar, aber wir müssen sie auch töten, wenn sie es nicht macht. Mhm. Sonst schreit die ganze Zeit. Aber ich glaube, sie ist Geschichte. Ja, das glaube ich allerdings auch. Schön mit dem Kochen unterbrochen hier. Wo kommt man da hin? Schönes Essen anbrennen lassen. Ja. Läuft. So, Cooking Pot. Wo sind wir jetzt gelandet? In der Forge. So, komm her. So, und dann können wir jetzt hier alles durchkochen. 124 Mal frisches Wasser. Läuft doch.
Okay. Kaffeebohnen, die packe ich mal. Achso, ja, Kaffee, hast du ja gesagt. Kaffee. Oh, Mist, kein Links mehr. Coffee. Das ist Coffee, wir brauchen Bottled Water. Natürlich. Haben wir doch hier, ne? Sehr schön. So. Lecker. 20 Mal Kaffee. Eisgekühlt. Meiner ist jetzt auch schon kalt hier auf dem Tisch. Ja. Und 25 Mal mietst du. Ich pack das jetzt mal in den Kühlschrank. In den Kühlschrank vor allen Dingen. In die Essenskiste. In die Essenskiste. In die Vorratskiste. Ja, in die Vorratskiste. Ist ein bisschen dunkel, wenn man hier runterkraxelt. Aber da ist es halt, ne? Muss man mit leben. Ja. So, hier, das ist, braucht noch 1,5 Minuten. Da auch noch 3 und hier 5. Also das brennt auf jeden Fall noch ein bisschen. In der Forge ist eigentlich nicht. Ach doch, das ist noch am Schmelzen. Aber hier ist nichts los. Können wir ausmachen. Man muss ja hier nichts verschwenden. Nicht, dass Mario wieder sagt, ich lasse ja alles an. Mhm. So geht das nämlich nicht. Nee, das war alles an. Das geht so nicht. Das stimmt. So, hier sind noch Klamotten drin. Mal was anderes anziehen. Blueberry Seeds, Maple Seeds, Pine Seeds, die kommen jetzt mal mit nach oben. Plant Fiber kommt auch mit nach oben. Wer braucht denn so eine Stone Axe, ey? Den ganzen weghauen. Am besten nimmst du den ganzen Mist mit hoch hier. Ja, warte mal. Alles, soweit es ging. Das kann ich auch noch mitnehmen. Nee, ich kann jetzt gerade nichts mehr tragen. Ich habe es ja schon R gedrückt. Ja, das ist ein bisschen hier die Plant Fiber Gedöns Sachen brauchen wir nicht. Cowboy Hut brauchen wir gerade aktuell auch nicht. T-Shirt. Plant Fiber brauchen wir nicht. Hier sind 336 Plant Fiber. Nee, hier die Plant Fiber Klamotten meine ich. Ach so, nee, die brauchen wir nicht. Ja, die Goggles, da muss ich ja mal gucken. Ich überlege gerade, ob wir die Seeds mit beim Essen reinpacken, weil ich meine, am Ende sind die halt, also bis auf die Pine Seeds, aber die Futtersachen. Ja, die Futtersachen können da mit drin. Okay, Blueberry Seeds kommen da mit rein. Ich weiß gar nicht, die Chrysanthemen. Was wäre denn? Chrysanthemen ist auch Essen. Ich guck gerade mal. Ich wollte mir das mal anschauen. Aber hier steht irgendwie nur Holz. Ich kann nichts zu essen bauen draus. Bahnwood? Nein, das ist, kannst du direkt gleich verkochen. Da aber kommt auch Tee raus. Aus dem, also größeren Themen. So, na, weil ich wollte mir Rezepte angucken. Nee, da gibt's kein Rezept für. Okay. Du musst an der Kochstelle machen. Okay. Könnte ich dann mal machen. Da kommt ein Getränk raus, was sich kühlt. Okay, also da kann ich jetzt auch nicht irgendwie, Nee, es gibt keine Seeds dafür, leider. Okay. Ist ja auch schon merkwürdig, dass das überhaupt geht, ne? Okay. Ah, Red Tea, hier ist er. Und hier vorne im Vorfeld ist er schon ganz gut beleuchtet, finde ich. Also gefällt mir ganz gut. Da ist noch ein bisschen dunkel. So. Na. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Beleuchtung. Das reicht nicht. Ja. Holz rein. Okay. Boah, das ist immer so laut. Okay, der Kram, der kann da mit rein. Ich glaube, wir müssen hier die Eckteile nochmal ein bisschen austauschen, dass der, also der eine hier rüber strahlt hier quasi, ja. Der hier in Diagonal und hier noch einer hin, der hier rüber strahlt. Ich glaube, so müssen wir das machen, dass wir 3 Strahler hier an der Seite haben. Ja. Also wirklich alles hier vorne ausgeleuchtet haben. Ach so. Ja, also ich habe hier so ein bisschen Brass. Soll ich das mal reinpacken? Weil hier sind jetzt ja noch die Steine drin. Nee, nicht in diese Forge. Wenn dann okay. In die andere. Also ich kann ja doch wieder anmachen. Hier sind ja noch die Steine drin. Ja, natürlich. Nee, ich habe das vorhin nicht gesehen. Die sind wichtig für Zement. Ja, ja. Also dann die Forge hier, oder was? Ja. Wo jetzt gerade noch so ein bisschen Iron drin ist. Ja, das kannst du ja stacken. Oder kannst du kurz rausnehmen, das Press ein bisschen zusammenschmelzen. Ja, geht schon. Hättest du einfach rausnehmen können, weil du musst dann, wenn das Press durch ist, sowieso wieder teilen. Ja, ist doch okay. Los, schneller! Schneller! So, dann müssen wir natürlich das hier noch irgendwie zu sehen, dass wir hier noch auch rankommen. Okay, jetzt ist es fertig, ne? Darf ich raustappe. Na klar. Ach, dann warten wir hier kurz ab. Ganz kurz gucken, wie haben wir denn hier? 1, 2, also hier, das muss genau an der Kante liegen. Eins. Na los, werd fertig. Dann musst du quasi an die Stelle hier. Und hier an. Okay, 1, ach, kann man da 2. doch. Ja, man kann doch mehr rauf machen. Stimmt, man kann ja auch
1000 gehen eigentlich, oder? Auch hier, ja. Ja. Okay. Na komm. Füllen wir das einfach mal auf. So, dann haben wir nämlich auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Batterien demnächst. Ja. Es wird schwierig werden, so viel zu finden hier in der Umgebung, weil so viele Autos hängen ja nicht rum. Aber wird schon irgendwie. So, hier haben wir ein bisschen Stahl drin, können wir rausnehmen. Dann Iron Bars. Die essen wir mal kurz hier, solange wir die noch haben. Öl. Öl. Kommt in die Kramkiste hier oben. Wir sortieren das später. Ja, es ist schon ein bisschen aufgeräumter jetzt. Ja, aber hier Klamotten, Tokens, Pflanzen, das ist irgendwie alles doch noch unsortiert. Ja, also ich meine jetzt so ein bisschen sortiert. Ein bisschen sortiert, ein ganz kleines bisschen. Und Knochen haben wir nichts zu suchen, die Seeds hier haben wir auch nichts drin zu suchen. Leder würde ich ja tatsächlich auch nicht reinbauen. Ach, also alles wieder woanders hin. Wie immer, was habe ich denn jetzt gemacht? Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich habe schon wieder andere Sachen eingesammelt. Boah. Guten Morgen. So, das kommt da rein. Das hatte ich doch hier alles gar nicht in der Tasche. Ach nee, aber die kommen woanders hin. Da ist wieder eine Stahlschaufel drin. Das Zeug mach ich mal raus. Storage Building. Das kommt da nicht hin. Iron. Hufräumen ist immer so eine Sache. Ich hasse das. Ich hasse es wirklich. Was sind das hier alles? Frames, die Engines, die Schaufel. Hier waren die Waffen. Und hier ist ganz viel anderer Kram drin. Aber auch Tokens, die haben wir auch vorne drin eigentlich. Mhm. Dieser Bilderrahmen. Ich will jetzt hier aber nicht aufräumen. Das ist die ganze Deko. Du weißt, es geht immer nicht nach dem Wollen, ne? Nee, ich weiß. Was ist das hier? Oh, ein bisschen Sand. Lady Killer Challenge. Ne, die wollen wir jetzt aber auch nicht machen. Und hier ist noch Mais drin. Also, das ist ehrlich, ey. Nicht ordentlich. Maple Seeds. Ey, komm, die kommen jetzt. Ist nichts zu essen, aber jetzt bei den anderen Seeds ist das okay. Der Eimer Wasser. Kommt jetzt auch in die Kramkiste oben. Ding, ding, ding. Ah, ich hab noch die Nägel hier. So, stellen wir ein bisschen Zement her, denn wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was. Das reicht hier hinten und vorne nicht. Deswegen müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir noch mindestens eine Forge weiter betreiben, die Stein schmilzt. Allerdings ist das Problem, wir haben gar nicht genug Steine. Ja. Hä? Ach, keine Ahnung. Egal, egal. Diese bescheuerte Quest da oben, die habe ich immer noch offen. Ja, dann sollten wir das mal machen, oder du solltest das mal machen. Eigentlich, die ist ja total nutzlos. Ja, aber, ne? Dann baue ich halt jetzt eine Bedroll. Mach mal. Und platziere die. Eine Materialverschwendung vom Herrn, ey. Oh, reicht es mir langsam. Und Lagerfeuer muss ich wahrscheinlich auch kleiner bauen. Ein viertes oder was? Ja. Naja, wer weiß, was hier noch kommt. So, die Bäume sind wieder gewachsen. Wir können auch ein bisschen Bäume fällen hier. Und oh, ja, ich renne nachts draußen rum. Nein. Warum nicht? Bist du da rein? Bist du irre? Warum? Nein. Hast du hast gesagt, wenn ich will, kann ich. Nee, hast du nichts gelernt, sag mal? Na, aber... Nee, offensichtlich nicht. Nee, ist ja direkt vor der Hütte. Nein, komm wieder rein. Außerdem sind noch nicht ausgewachsen, die Bäume. Nichts darf man hier. Nee. Toll, hast du gut gemacht. Bin ich da jetzt schuld dran? Ja, natürlich. Wer denn sonst? Hätte das sein können, dass die eh schon da rumgestanden hat. Ja komm ey, dann gucke ich mir die halt hier oben an. Die Uschi. Wo ist sie denn? Ja, bestimmt schon wieder tot. Die können doch nix. Siehst du doch, die können nix. Hier ist nix. Nein, da ist niemand. Alles schon kaputt. Und die Vögel zwitschern. Ich höre keine Vögel. Vögel sag ich schon. Die Grillen zirpen. Die Vögel zwitschern. Das ist nicht schlimm. Ja, ist doch fast das gleiche. Ach Mann, ey. Pfeifen im Ohr. Ich wollte sagen, die Grillen zirpen. Mann. Und denke an die Vögel. Super Sache. Nachts draußen rumrennen, ey. Also wirklich. Was denn?
Ja, du musst den ganzen Mist hier, den du bei hast, nicht immer gleich wegschmeißen, ne, wenn du draußen rumrennst. Was wegschmeißen? Ja, du nimmst noch ein ganzes Zeug mit raus. Ich sterb doch nicht! Natürlich stirbst du. Quatsch, und außerdem habe ich hier kaum was mit. Ich habe eigentlich nichts mit. Außerdem habe ich ja gesagt, du sollst warten, bis die Bäume ausgewachsen sind. Ach ja. Das was kann ich denn jetzt hier machen? Mensch, ey, nachts ist hier so wenig los. Ja, weiß ja nicht. Geh unten in die Mine und buddel was aus. In die Mine. Können wir jetzt da schon durch? Der Weg war ja Nein, fertig, kann man ne? nicht. Da muss ich also doch raus. Nein, warte mal. Boah, ey, weißt du, du bist so unselbstständig hier nachts. Ja, aber wenn ich ja mal irgendwas anfange, dann bist du ja der Erste, der Was sagt, machst du im nein, mach jetzt was Keller? anderes. Na, Komm mal raus gucken. da. Warum? Ja, Da ist da eine ist kein Tür. Einweg. Ja, Einweg, Hast du Eingang. das schon mal gesehen? Ja, da ist ein Safe drin. Es hört nicht zu. Doch, doch. Nee, hört's nicht. Doch, doch, total. So, ja? Jetzt komm mal runter hier. Bin auf dem Weg. Jo. Nee, hier vorne. Hier. Oh mein Gott. Du kannst erstmal hier an der Mauer lang bitte ein Feld freigraben. Also hier immer direkt so, dass du am Zement lang gräbst, erstmal den Sand entfernen. Moment. Kann ich machen? Und bitte nicht weiter nach oben graben. Naja, einfach nur die Höhe wie hier. Ja. Und eins weiter unten auch noch hier. Genau. Okay. Dann gucken, dass ich hier nicht vom Erdbrocken erschossen werde. Erschossen. Erschossen. Naja. Erschlagen. Und in die andere Richtung natürlich auch noch dann, ne? Also, da lang. Nee. Ja, am Doch, Zement doch. lang. Direkt am Zement lang. Einfach. Ja, aber welche Breite denn dann eigentlich am Ende? Bis die ganzen, also eins oder zwei Felder kannst du da machen. So. Uiuiui. Ich bin gespannt, was ich hier noch so entdecken werde. Wahrscheinlich mein Ableben. Ich guck mir das mal an, bevor Annie hier wieder irgendwelchen Mist Was macht. denn? Das sieht doch gut Ich muss das aus. Ja, kontrollieren. guck dir das an. Ist doch okay. Ja, ist okay. Kann man gerade so Ja, durchgehen lassen. gerade so, ey. Als ob ich gar nichts hinbekomme. Und wenn du dann damit durch bist, kannst du hier oben, also da wo schon frei ist, ne, kannst du hier das Zement weghauen, also Warte die mal, warte mal, Zementblöcke. warte mal, ich habe gerade nicht hingeguckt. Ja, du guckst nie hin, wenn ich dir was Wo? erzähle. Na, hier die Wo? Zementblöcke. Ja, die sollen dahin. Nee, weg. Weg. Weil wir sonst nicht durchschießen können. Also alle auf der Höhe. Ja. Dass wir dann wirklich haben hier, der zweite Block oben fehlt. Okay. Wir müssen das dann noch ersetzen durch andere Blöcke sozusagen. Ja. Oh Mann. Ich hatte das, also schon mal das Gefühl, dass mein Minenhelm deutlich mehr geleuchtet hat. Ja, der leuchtet tagsüber tatsächlich heller als nachts. Das Das ist ein ist bisschen ja sehr super merkwürdig. logisch. Du merkst auch, wenn es heller wird, also wenn Tag wird, dass es auf jeden Fall heller wird in der Mine. Okay. Da gibt es dann irgendwo kleine Löcher. Hat sich mir auch noch nicht erschlossen, warum das so ist, aber Ist halt es so. scheint einfach die Lichtberechnung zu sein. Ja. So, und immer weiter, ja? Ja. Einfach immer weiter. Ey, nicht, dass ich hier irgendwo rauskomme, wo wir nicht hinwollen. Ich habe da wen gehört. Glaube ich zumindest. Wahrscheinlich bin ich das nur wieder. Wahrscheinlich. Uiuiui. So. Oh Mann. Ja. Hey, krass, wirklich, wie wenig Licht das hier ist. Ja, ist echt Wahnsinn, dass So es bescheuert. so dunkel ist nachts in der Mine. Ja. Oder unter der Erde, sagen wir mal lieber Unter der so. Erde, ja. Ich irgendwas vergessen? Nee. Sieht noch ganz gut aus. Wäre auch ganz geil, wenn man hier dann irgendwie so gräbt und auf einmal packt man so einen Zombie aus, ja? Irgendwie, der die ganze Zeit drauf gewartet hat, dass man hier irgendwas freilegt. Ja, ich glaube auch. Ein Ja. Königreich für eine Herzattacke. Ich glaube auch. Oh, jetzt habe ich eins. Oh Mann.
Außerdem eins mehr weggeschlagen. Warum? Da habe ich ja gar nicht hingefasst. Naja. Egal. Muss ich jetzt mit leben? Kann ich eh nicht mehr ändern. Aber man konnte das aufschütten, oder? Das ging doch irgendwie Erde. Ja, einfach die Erde nehmen und hinkippen. Okay. Das ist alles fruchtbarer Boden hier. Ja, einfach hinkippen. Ja. Wunderschön. Also wirklich wunderschön. Boah, ey. Ich habe eine Fackel mit. Geil. Das erleichtert vielleicht etwas. Na? Guckt euch das an. Warum denn nicht gleich so? Sehr schön. Jetzt sehe ich wenigstens, was ich hier tue. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Nein. Du weißt gar nicht, was du da tust. Das stimmt. Ich weiß nicht, was ich da tue. Ich sehe aber, was ich tue. Aber das ist ja nun mal nicht schlecht, ne? Was tue ich denn hier eigentlich? Ja, du gräbst gerade Sand weg. Und, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Nennt man sowas. Ja, klasse hier. Ein Euro-Job oder was? Na, so viel. So viel nicht mal. Kann ich aber nicht zahlen. Ja, toll, ey. Ah. Naja, Hauptsache ich krieg was Warmes zu essen. Ja, das ist drin. Darfst auch in der Hütte leben. Sehr freundlich. Naja, wenn die Zombies dann brauche ich auch keine Bezahlung. Dann geht das auch so. So, dann einmal hier so den Quark hinbauen. Ach so, oh, ich bin schon weiter als der Zement. Dann muss ich vielleicht wieder zumachen. Oder ist das okay? Nein, ist nicht okay. Das ist nicht okay. Natürlich ist das nicht okay. So schnell war auch immer das Ende hier da. Ja, apropos Ende, wir sind auch am Ende. Ach, völlig am Ende. Wir sind sowas von durch. Völlig am Ende. Das stimmt. Ey. So, okay. Sieht gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Passt. So, ich gucke jetzt nochmal an, was Anni da gemacht hat. Wahrscheinlich ist es eine totale Katastrophe hier. Nee, nein. Das sieht aus hier, ey, jetzt wirklich. Jetzt hör auf. Ärger mich nicht immer. Das sieht aus. Das sieht perfekt aus. Naja, perfekt ist das relativ. Das ist total hübsch. Ja, so guckt oben, euch an, was oben, ich finde schön. Was ist denn hier los? Warum? Das ist überhaupt gar nicht perfekt. Was ist ja, denn da? Ja, da fehlt noch die Hälfte hier oben. Wo denn? Oh! Und du sagst, was ist denn perfekt hier? Es ist perfekt. Ja, Anni macht das jetzt mal fertig hier. Muss nacharbeiten, nachsitzen sozusagen. Nachsitzen. Wir sind durch mit der Folge. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Thank you.